gemütlich, es ist Sonntag, alles ist schön, ich habe frei, ich habe keine Arbeit, ich habe das Ende der Woche geschafft und mein Video kommt tatsächlich gar nicht so schlecht an. Ich habe schon 30 Views da drauf und ich meine, ich verdiene zwar kein Geld damit, aber ich habe schon ein, zwei nette Kommentare gekriegt, dass sie mich aus dem Video von dem Dings kennen. Hallo! Hallo. Sie haben sich jetzt hier gerade einfach in meine Wohnung reingelassen. Es ist nicht okay. Ich habe abgeschlossen. Nein, wir haben das. Ich gehe einfach. Ich genieße den schönen Tag. Die Sonne scheint. Kameras. Nein, ich gehe raus. Ich mach, okay. Hinter meinem Haus ist so ein kleiner Spielplatz, beziehungsweise so ein kleiner Park. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Ist hier hinten bei meinem Haus eigentlich noch ein Ausgang? Komme ich da raus irgendwie? Ist hier noch der Keller? Gott, das ist irgendwie gruselig. Will ich in den... Oh Gott, nein, ich will nicht in den Keller. Nee, ich will nicht in den Keller. Absolut nicht. Ich versuche, ob ich irgendwie hinter das Haus komme und dann kann ich mir den Park ein bisschen angucken und das schöne Wetter genießen, ja? Wenn man schon mal einen Tag frei hat, dann kann man auch mal das schöne Wetter genießen. So, jetzt muss ich hier über die Bahn... Oh Gott, komme ich einfach über die Bahngleise? Ist hier irgendwo ein Fußgängerüberweg? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss hier einfach hochspringen und hoffen, dass keine Bahn kommt, oder? Das ist ja auch irgendwie nicht das Wahre. Sicher, dass ich das machen soll? Nee, das fühlt sich nicht sicher an. Aber vielleicht... Oh ne, hier ist ein Übergang. Hier ist ein Übergang. Hier komme ich runter. Hier komme ich runter. Ich kenne mich super aus. Hallo! Ich bin... Hi, Detlef! Winzling! Nein, nicht! Oh nein! Oh nein, was ist denn passiert? Oh Gott, ich muss... Na, du Kleiner! Hä? Hi. Na, Kleiner, willst du auf dem Spielplatz? Ja, ich war gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Komm mit, ja. Du zeigst ihn mir? Ja, ich bin Kindergärtnerin. Ich bin kein Kind, das ist ein Missverständnis. Ich bin von einem alten Freund kleingezaubert worden. Alles gute Burschen, ja. Nein, ich bin wirklich, ich bin klein. Wo sind deine Eltern hin, hä? Ich habe keine Eltern, die hier wohnen. Ich wohne alleine. Ah, bist du alleine? Ah, willst du vielleicht ins Waisenhaus? Was? Nein, ich muss nicht ins Waisenhaus. Ich bin... Ja, aber wenn du keinen hast, dann musst du recht... Aber ich bin schon groß. Ich brauche kein Waisenhaus. Ich kann ein bisschen spielen, da reden wir noch ein bisschen. Das kommt, spiel mal ein bisschen. Kann ich hier hochklettern? Weiß ich nicht. Oh, ja, du kriegst es nicht hin. Oh, warte, ich helfe dir hier. Au! Schön. Au! Du haust mich! Au! Nein. Geh weg! Ich helfe dir. Ich bin freundlich. Ich bin eine Kindergärtnerin. Aber ich bin kein Kind. Ich bin erwachsen. Ich bin in der 10. Klasse schon. Ich brauche keine Kindergärtnerin. Ich habe sogar einen Job. Ich arbeite bei McDonald's. Oder McDonald's, wie er eigentlich heißt. Es ist nur gerade Wochenende. Ich wollte nur einen Spaziergang machen. Kind. Und dann kam Detlef und hat mich verzaubert. Was ist ein Detlef? Das ist ein Freund von mir. So ein oberkörperfreier Typ. Der läuft immer rum, hat wuschelige Haare. Oberkörper... Oh, okay, wir rufen die Polizei. Was? Nein, wieso? Kann ich schaukeln? Wenn so ein Typ umherläuft, da. Nee. Ich komm nicht ran, ich bin viel zu klein. Und du willst mir erzählen, dass du eine erwachsene Person bist. Ja, ich bin verzaubert. Warum ist hier ein Telefon? Verzaubert, oh ja. Ich bin doch, ruf mal die Polizei an. Nein, das stimmt. Du rufst, ich komm nicht. Wenn du den Mann wieder siehst, dann rufst du wieder an, ja. Der ist nicht böse, der Mann. Das ist alles okay, das ist Detlef. Den kenne ich. Der ist nur... Okay. Der hat manchmal seine Phasen, aber der zaubert mich bestimmt gleich wieder groß. Vielleicht ist das doch cool, ein Traum. Vielleicht ist es einfach nur ein doofer Traum. Vielleicht liege ich eigentlich noch in meinem gemütlichen Bett und träume nur und, ne? Das ist alles gar nicht wahr. Wo wohnst du denn, hä? Gegenüber hier in dem Haus direkt. Also, hier. Ja, dann bring mich mal hin, komm. Ich bring dich zu deinen Eltern. Ich habe keine Eltern, ich wohne alleine. Komm, jetzt geh mit deinen Eltern. Ich wohne alleine. Wir gehen jetzt zu deinen Eltern. Ich habe keine Eltern, ich bin alleine in die Stadt gezogen. Also, ich habe Eltern, aber die wohnen nicht hier in der Stadt. Nein, ihr geht zu deinen Eltern. Ich komme hier nicht. Es ist alles viel zu hoch. Ich komme überhaupt nicht durch. Ich sehe gar nichts, weil ich so klein bin. Weiter. Na, aber hier ist was anderes. Hier ist zu deinem Zuhause. Hier ist nicht mein Zuhause. Willst du einen Keks? Ja. Ja? Ja. Dann muss ich mich erst nach Hause. Muss ich erst dich nach Hause bringen. Irgendwie. Warum hast du eigentlich deine Hände die ganze Zeit zu Fäusten geballt? Hä? Na, warum du. Ach, nur so. Falls der Typ wiederkommt, damit ich ihn zusammenschlagen kann. Okay, ich gehe jetzt nach Hause, okay? Willst du einen Keks? Ja. Ja, da. Danke. Ich habe echt Hunger. Okay. Und Kekse schmecken immer gut. Ja. Komm. Komm, ich heb mir noch ein paar auf.
Woher weißt du, wo ich wohne? Ich weiß nicht, du wolltest doch hier, hast du gesagt, du wohnst hier. Ja, ich wohne hier gegenüber, aber trotzdem. Ja, wo ist denn jetzt hier der Dorfübergang? Was für Übergang? Hier, so. Komm. Hä? Ich kann alleine nach Hause. Dude, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich komme allein nach Hause. Ich weiß ja, wo ich wohne. Nee, weiter. Au! Komm, weiter. Ich weiß doch, wo ich wohne. Schneller. Wir müssen ich renne schon. Ja, komm, schneller. Der Typ ist nicht gefährlich. Das ist Detlef. Der ist ein bisschen schwierig manchmal, aber der ist nicht gefährlich. So. Okay. Meine Wohnung ist gegenüber vom Ikea. Das ist das zweite Haus aus der Mitte. Okay. Warum bist du hier? Ist hier irgendwo ein Kindergarten oder was soll der Quatsch? Ich wollte dich zum Kindergarten bringen, aber ich musste erstmal deine Eltern informieren, dass ich dich bei mir habe. Ja, ich habe keine Eltern, wirklich nicht. Aha. Das ist nicht mein Haus. Mein Haus ist das mittlere hier. Okay. Ja, aber ich habe keine Eltern. Du wirst in meinem Haus keine Eltern finden. Ich wohne allein. Es steht auf meiner Fußmatte. Guck. Hier. Hier wohnt Ronja. Was? Hä? Was soll das denn jetzt? Hier wohne ich. Ich habe den Schlüssel dafür. Ich bin gerade eingezogen. Ich esse noch einen Keks. Das sind aber Kleider für eine erwachsene Frau da drin, ne? Ja, weil ich eine erwachsene Frau bin. Du siehst aber nicht aus wie eine. Weil ich verzaubert wurde. Sag ich das schon die ganze Zeit. Sagen alle. Kann ich jetzt wenigstens in Ruhe sein? Ich muss wieder raus, ich muss Detlef finden. Keine Ahnung, das hat mein Vermieter da hingehängt. Ich gehe jetzt raus und ich suche Detlef, okay? Tschüss. Nein, du gehst nicht alleine, das darf ich nicht verantworten. Ich bin erwachsen. Ich bin in der 10. Klasse. Klein. Ja, gerade schon, aber ich bin wirklich... Guck. Ich wurde verzaubert. Ich suche jetzt den Typen, der mich verzaubert hat. Der kann mich wieder zurückzaubern. Und dann ist alles gut. Okay? Nein, ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Das kann ich nicht verantworten. Wieso hast du eigentlich so eine tiefe Stimme für eine Frau? Das ist gruselig. Du bist ja auch angeblich erwachsen. Warum bist du, so klein, hä? Ja, aber das habe ich jetzt schon 1000 Mal erzählt, weil ich verzaubert worden bin. Mann! Ja, verzaubert geht nicht, ne. Einmal zuhören! Was? Ja, was wohl? Blöd bist du ein bisschen, glaube ich. So, wo gehen wir überhaupt hin? Komm. Du kommst jetzt erstmal mit, so. Na, aber ich erzähl's nochmal. Ich bin erwachsen, okay? Nein. Doch. Ja, ich bin auch erwachsen, genau. Ja, du bist... Komm. Es ist eigentlich echt hübsch hier, aber ich bin kein Kind. Also wenn ich ein Kind wäre, würde ich es mögen. Aber ich bin kein Kind. Dir gefällt's hier. Gib's doch einfach zu. Ich bin kein Kind. Wenn ich ein Kind wäre, dann kann ich mir vorstellen, dass es ganz schön ist. Aber ja, ich bin hier nach wie vor... Spielzeugboote, Dingensens. Ich will nicht mit Spielzeug... Ich will nicht mit Spielzeugbooten und einem Helikopter spielen. Doch, willst du. Nein, ich will nach Hause gehen. Lass mich nach Hause Sand, gehen. Das kannst du essen da. Nein, ich bin kein Kind. Ich muss nicht im Sandkasten spielen. Doch. Alles, was ich wollte, war einen schönen Spaziergang im Park zu machen, okay? Immer diese Rotzbäger. Es ist ja nett gemeint, aber ich gehe jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen. Nein, komm, danke für die Hilfe. Nein. Ich gehe jetzt. Du darfst nicht gehen. Ich hab die Dings abgeschlossen. Ey, ich komme nicht raus. Ja. Ey. Damit Kinder wie du schließ nicht mir auf! Ich kann hier nicht drüber hüpfen! Ich ruf das Jugendamt an! Hey, schließ mir auf! Nein. Hey, du kannst mich hier drin nicht gefangen halten! Was soll denn das? Hilfe! Hilfe, ich wurde gekidnappt! Hilfe! Los! Ey! Alter! Nein, au! Was soll denn das? Hey! Du musst reingehen, los! Au! Ich gehe ja schon rein. Das Jugendamt und dann übernehme ich dann die Dings, das Sorgerecht für dich. Was? Hier ist dein Schlafplatz. Was? Nein! Ich will hier nicht wohnen! Nein! Ich habe eine Wohnung! Doch! Lass mich! Nein! Hilfe! Nein! Oh Gott, wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich denn hier wieder raus? Toll, jetzt bin ich hier gefangen und ich bin ein Baby. Ganz, ganz toll. Super Tag. Ich habe gedacht, wir haben Wochenende und ich komme ein bisschen weg von dem ganzen Wahnsinn. Aber denkste, überhaupt nicht. Entschuldigung, ich habe Hunger. Können wir wenigstens noch was essen? Ich versuche nochmal auszubrechen. Das kann ja nicht sein. Ich muss hier irgendwie einen Weg rausfinden. Hier ist der Busch. Das ist alles viel zu hoch. Ich bin viel zu klein. Detlef, wieso? Ich hoffe, Detlef kommt bald wieder. Detlef? Detlef?
Detlef, Detlef, bitte, bitte, du musst mir helfen. Detlef, du musst mich wieder groß machen. Bitte, Detlef, Detlef. Kleine Ronny. Bitte, Detlef, 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 ich bin hier drin gefangen. Die Frau denkt, ich bin ein Kind, die will das Sorgerecht für mich übernehmen. Die will das Jugendamt rufen. Detlef, bitte, du musst mir helfen. Winzig. Bitte, 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 Detlef, winzig. Hilf mir. Detlef, du bist meine einzige Hoffnung. Mach mich wieder groß. Ameise. Ich bin kein... Detlef! Geh nicht weg! Detlef, bitte! Bitte hilf mir! Detlef, ich brauch deine Hilfe! Geräusche, Mann! Detlef! Na, ja, bitte, 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 zauber mich wieder groß! Noch kleiner? Nein, nicht noch kleiner! Noch kleiner! Nein, nicht noch kleiner! Oh Gott, jetzt muss ich wegrennen! Oh. Hilfe, Hilfe! Der Mann ist wieder da! Der oberkörperfreie Mann! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Kann ich hier zumachen? Wieder groß? Ja, wieder groß! Mach mich wieder groß, mach mich wieder groß. Detlef, bitte mach mich. Oh. Bitte, mach mich wieder groß. Groß nach Hause? Ja. Groß nach Hause. Detlef, alles, was passiert ist, ist, dass ich jetzt ein bisschen ein schwindeliges Gefühl habe. Ja. Oh Gott, ja. Muss warten. Warte, ich bin unsichtbar. Danke, Detlef. Danke. Das wollte ich. Ah, gut. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir hier irgendwie wieder aus dem Kindergarten ausbrechen können, weil ich will hier nicht mein Leben verbringen. Das kann ja nicht sein. Ich bin... Oh, Mann. Naja, gut. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut bei Tops vorbei. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.